ich will auf jeden Fall auch mal mein Bestes geben, ob ich dann gewinne oder nicht gewinne. Hauptsache, ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe. Wir sind gerade bei meinem 12-jährigen Pony Daddy Moon. Er ist jetzt seit Ende Dezember 2016 bei uns im Stall. Er ist auf jeden Fall mein bester Freund und mein Seelenpony. Also ich glaube, mit ihm habe ich jetzt, mit den anderen Pferden habe ich auch eine sehr enge Beziehung. Aber er hat mich also ziemlich in den FEI-Sport gebracht und auch in den internationalen Sport. Und ihm hab ich bis jetzt alles zu verdanken. Er mag alles so ziemlich, also er ist sehr neugierig, was ich ja gerade gesehen habe. Also eigentlich kann man nichts Negatives über ihn sagen. An ihm liebe ich sehr besonders, wie er mir hilft auch in der Prüfung. Wenn ich mal nicht so sehr weiter weiß oder nachlasse, legt er immer einen hinterher. Unser schönster Moment war, als ich ihn gesehen habe, 2019 in der Box. 2016, als ich in den Stall kam und ihn zum ersten Mal gesehen habe, als Überraschung. Also Muni und ich haben jetzt zweimal das Aachen Youngsters geritten und haben es beide Male gewonnen. Es ist ein sehr schönes Gefühl, da in der Halle zu gewinnen. Und letztes Jahr in der Mannschaftswertung waren wir zweit und dann haben wir eine kleine Aufholjagd gemacht und haben das Hallenchampionat dann wieder für uns entschieden. Also wir stehen gerade an dem LKW von meiner Mama und mir. Mit dem fahren wir so ziemlich zu jedem Turnier. Und da passen dann zum Beispiel 6 Pferde rein, aber meistens haben wir da dann so 2, 3 drin stehen. Also wir stehen gerade an unserem neu gebauten Platz. Da fehlt jetzt im Moment noch die Hecke, aber an sich ist der schon fertig. Also für uns ist das auf jeden Fall ein langjähriger Traum. Es beruhigt die Situation um einiges. Es ist schöner hier, dass wir dann unsere eigenen Pferde haben und so, dass man das unser eigenes nennen kann. Haben wir unser Putzzeug und sämtliche Halfter. Und hier sind wir sehr stolz drauf. Hier haben wir gesammelte Äpfel von unserem eigenen Apfelbaum. Also die Pferde fühlen sich sehr wohl, da sie dementsprechend auch sehr groß sind und haben einen sehr schönen Blick auf den Platz oder auf die Paddocks. Hier kann man meinen Mamas Hengst Veneno sehen. Mit dem war ich bei den diesjährigen Junioren-Europameisterschaften. Also zum einen haben wir sehr gut gesicherte Paddocks, das heißt die Pferde können sich austoben, Spaß haben und haben auch einen sehr schönen Blick auf die Natur und sie freuen sich jedes Mal, wenn sie rauskommen. Ziemlich in den Ferien bin ich jeden Tag im Stall. Ich treffe mich vielleicht so am Wochenende mal mit Freunden, aber verbringe sehr viel Zeit mit den Pferden. Und morgens aufstehen im Stall, so nachmittags wieder zurück. Und dann lege ich mich hin und schaue einen Film. Was mich sehr fasziniert, ist einfach die Pferde. Die Pferde sind der Spaß am Reitsport. Also ohne die würde ich wäre ich nie dazu gekommen und andere Sportarten faszinieren mich nicht so sehr, weil sie nichts mit Tieren zu tun haben. Also ich bin durch meine Mama durchs Reiten gekommen, weil sie auch sehr hoch erfolgreich im Dressursport ist und sie hat mich so ans Pferd rangeführt. Also seitdem ich
klein bin, bin ich im Umgang mit den Pferden und ja. Der Umstieg für mich, klar, du hast dann in der Prüfung ein paar andere Lektionen, aber für mich verlief der Umstieg so ein bisschen einfacher, da ich schon vor ein paar Jahren angefangen habe, die Großpferde von Mama zu reiten. Von daher war es nicht so eine große andere Einstellung. Also ich habe so ab und zu boxe ich mit meinem Papa zusammen, habe früher Fußball gespielt, habe das jetzt ein bisschen nachgelassen, aber probiere trotzdem so ein bisschen Ausgleichssport zu machen. Also es ist schon sehr unterschiedlich, aber durch das Kickboxen kriegt man so ein bisschen Balance auch im Rumpf und das hilft natürlich sehr, wenn man auf dem Pferd sitzt, um die Balance und Stabilität zu halten. Für dieses Jahr steht, glaube ich, jetzt nur noch an, die ist das Turnier in Aachen, ich glaube noch ein, zwei internationale Turniere und ein paar Erfahrungen mit den neuen Pferden zusammen. Mhm. Also ich glaube, jeder wirft da mal so einen Blick auf das Deutsche Bankstadion. Ich bin da auch jedes Jahr, wenn ich in Aachen bin, reite ich da Schritt drin. Und ich sage mir jetzt mal, wie toll, wie groß die Halle ist, das Viereck. Und das ist schon ein Traum, auch da irgendwann mal zu reiten.